genau die richtige Distanz zu finden. Darum geht es, glaube ich, immer. Ich denke immer an so einen anthropologischen Blick, wo es immer um diese richtige Distanz geht zwischen nicht zu nah und nicht zu weit weg, wo man selber als Individuum auf einmal keine Rolle mehr spielt und man trotzdem nicht aus der Vogelperspektive schaut, wo alle so wichtige Subjektivität dann versagt. Vieles inspiriert mich tatsächlich über die Fotografie. Alles, was in diesem unscharfen Raum passiert, nicht im Fokus, nicht im Brennpunkt. Da entstehen die Skizzen, die irgendwie bleiben. Und bei mir ist das vielleicht einerseits die Fotografie, andererseits sind das Materialien, die ich immer um mich herum habe im Atelier und mit denen ich diese Haltungen und die Dialoge ausprobiere. Ich fühle mich überhaupt nicht in diesem Überprüfen zu Hause. In der analogen Fotografie ist gerade das Schöne, die Distanz durch die Zeit. Genau in diesem Zeitfenster, wo man das nicht vor Augen hat, da passiert ganz viel. Ich glaube, erst in dem Wiedererkennen von bestimmten Situationen, die mich in einem Moment Monate her berührt haben, übersetze ich das dann wiederum in eine Skulptur. Es ist nie illustrativ. Die Übersetzung findet immer in einer versetzten Zeit statt. Bei diesem Diptychon, wo auf dem Kinn eine Hülle sitzt, das sind Sachen, so Ausrichtungen, Aufsätze, Prothesen, hinkende Systeme, die ganz klar dann überführt werden in die Skulpturen. Ich gehe da in derselben Art heran, dass jedes Detail wichtig ist, dass die Oberflächen total wichtig sind. Die Haut als Einschreibung, die Haut, die Oberfläche des Papiers, des Silber-Gelatine-Abzugs und aber auch unsere Haut, die Einschreibung in unsere Haut, in unsere Abdrücke und dann wiederum die Einschreibung in die Haut von Keramik, von Bronze. Ja, das hat was Zärtliches, aber es hat auch was mit Verletzung zu tun. Verletzbarkeit. Feinfühlig würde ich gar nicht sagen. Ich denke eher, dass es um sowas, um prekäre Systeme geht. Nicht um fragile Systeme, sondern um so eine Prekarität, dass man sich immer wieder neu einlassen muss auf konkret in der Ausstellung auf den Raum, aber auch auf den anderen in einer sozialen Situation. Und das sowas lese ich auch bei dem Michael Schmidt. Vielleicht geht es in einer Art um Trauma, Beschädigung, Einschreibungen in Körper. Aber ich glaube, es geht auch um was viel Leichteres auch. Also es bleibt nicht bei dieser Schwere und vielleicht auch nicht bei der Moral, die dadurch entstehen könnte. Ich glaube da ganz fest dran, dass wir in Systemen leben, wo wir ganz viele Prothesen brauchen. Und für mich ist dieses Prothesenhafte gar nicht etwas, was vor allen Dingen auf diese Traumata verweist, sondern auf die Kapazität zu leben und sich Formen auszudenken, mit denen wir hinkend weiterleben können. Es ist was unheimlich Kreatives und was Positives auch drin.